Berlin FM. Berlin FM. So klingt die Stadt. So klingt die Stadt. So klingt die Stadt. Also zusammen hier mit Mood-Selector, nach dem Auftritt gerade in Katowice vom Tauron-Festival, wie erlebt ihr Polen, speziell Katowice? Zwei Fragen auf einmal. Polen ist natürlich, hat so eine, ich weiß nicht, ob man es Renaissance nennen kann in Sachen Festival, weil ich nicht weiß, wie die Festivals dort früher waren. Aber wir spielen jetzt seit 3 Jahren auf Festivals in Polen in der Größenordnung und wir sind sehr begeistert. Also wir sind begeistert von der Produktion und wir sind begeistert von der Crowd und vom Programm. Ist das für euch irgendwie so langsam gewachsen, diese Festivalkultur in Polen, oder war es auf einen Schlag da und es ging dann direkt los? Also wir haben das erste Mal als Mood-Selector, glaube ich, auch erst vor 3 Jahren erstmalig in Polen gespielt. Von daher, auf der einen Seite ist es traurig, weil es unser Nachbar und ist auch nicht weit weg von Berlin, aber wir sind eigentlich gleich, wir haben das Gefühl, gleich 100% hier, die Festivals sind einfach geil. Ich glaube, wir haben es einfach nicht richtig mitbekommen. Wir haben diese ganze Entwicklung geskippt. So. Also ich habe mitbekommen, dass so Mitte bis Ende der 90er so viele Techno-Sachen hier stattfanden, dass so viele Berliner DJs immer nach Polen gefahren sind, zu irgendwelchen Raves, aber so richtig festivalmäßig haben wir da irgendwie nichts mitbekommen. Und ich muss echt sagen, die setzen hier wirklich einen hohen Standard. Da können sich andere europäische Länder ein bisschen was von abschneiden. Muss man mal einfach so sagen. Also auch westliche europäische Länder. Weil ist ja Ostblock, kann man ja so sagen, ne? Und ich bin wirklich sehr positiv und angenehm überrascht. Vor allem auch darüber, wie das Publikum, über die musikalische Bildung des Publikums. Und das finde ich echt außergewöhnlich. Wir waren gerade 2,5 Wochen in den USA auf Tour und das ist ungefähr so wie ein Wagnerianer trifft einen Disneyland-Besucher. So irgendwie. Also gibt es schon deutliche Unterschiede zwischen dem Publikum hier und an anderen Orten? Ja, also speziell USA würde ich mal jetzt so behaupten. Okay. Also zumindest bei den größeren Festivals. Aber ich glaube, hier einen Unterschied zu einem Festival in Deutschland sehe ich nicht. Machen wir den großen Wissenstest. Du hast ja gerade gesagt, das sind unsere Nachbarn, also müsste man sie gut kennen. Nenne doch mal bitte deine 5 favorite polnischen Artists, ohne Jacek Sienkiewicz. Also so Künstler, ja. So der aktuellen ja. Musikszene. Da kann ich dir ganz schnell eine Antwort geben und zwar, ich kenne überhaupt gar keinen. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil gerade dieser Jacek Jankiewicz oder wie er... Sienkiewicz. Sienkiewicz. Der ist ja, wenn du so willst, ist ja so ein Exportschlager. Den wird wahrscheinlich hier in Polen, werden den weniger Leute kennen als jetzt in Deutschland oder in Europa. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Wenn ich ein bisschen mehr grabe, dann fällt es mir vielleicht noch ein so. Aber so geschichtlich gesehen kommen hier doch schon einige große Herren und Frauen her. Woran liegt es eurer Meinung nach, dass zeitgenössische polnische Künstler halt in Deutschland oder überhaupt generell in westlichen Ländern halt es total schwer haben? Kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht? Also ich habe die Vermutung, dass es vielleicht einfach damit zu tun hat, dass es immer ein Problem war mit der EU, dass es nicht so easy und einfach bis vor kurzem war, diese Reise vonstatten ziehen zu lassen und dass einfach auch eine komplett andere Kultur hier funktioniert. Also Internet funktioniert hier anders. Also ich glaube, hier haben wenig Leute einen Twitter-Account oder irgendwie sowas. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber es ist schon sehr auf sich begrenzt und ist natürlich auch so ein sprachliches Ding. Also je mehr man nach Osten kommt, behaupte ich jetzt mal, wird die englische Sprache nicht mehr so massiv benutzt, wie jetzt zum Beispiel in Berlin. Oder ich kann jetzt eigentlich nur von Berlin reden, ich will da jetzt nicht irgendwie irgendeine Behauptung aufstellen, die vielleicht nicht stimmt, aber ich kann nicht nachvollziehen, allein schon durch diesen ganzen Umbruch, das ganze Perestroika, Glasnost, die ganze Mauer, eiserner Vorhang, diese ganze Veränderung hier, die hat hier einen anderen Zeitfaktor. Die haben hier keinen großen Bruder gehabt, wie jetzt die DDR beispielsweise, die die ganze Kohle hier rein investiert hat und von daher finde ich das wirklich eine beachtliche Leistung, gerade was so Subculture betrifft. Und man muss auch sagen, hier ist das musikalische Empfinden einfach ein anderes. Die Krauts hier stehen einfach auf Tanzen und die stehen einfach auch auf Doll und die mögen Breakbeats und die haben einfach eine gute Zeit. Und das ist wirklich bemerkenswert. Also da gibt es für mich keinen großen Unterschied jetzt beispielsweise zu England oder so. Alles klar, vielen Dank, Mood-Selector.
Berlin FM. Berlin FM. So klingt die Stadt. So klingt die Stadt. So klingt die Stadt.